Herzlich willkommen zurück zu Might Arms 3. So folgendes, ich gelobe Besserung in dem Part. Der letzte Part war absolute Vollkatastrophe. Einfach nur 40 Minuten rumgerannt für nichts, weil ich einfach nicht verstanden habe, dass auf Start das Menü ist, ne? Lässt sich ja hier auch wunderbar erkennen, wenn du die Steuerung anguckst. Das war die falsche Taste, ist egal. So, warte mal, kann ich dich nochmal ansprechen? Es gibt einen blauen Kristall, der den Tränenkristall gleicht. Okay. Gute Cecilia, böse Cecilia, oder was? Um nochmal, wir haben im letzten Part, im vorletzten Part mit Cecilia angefangen und sind jetzt ungefähr 10 Minuten drin in ihrer Geschichte. Eine geheimnisvolle Kraft verschließt die Tür. Ein blauer Kristall, der dem Tränenkristall gleicht, ist in die Tür eingelassen. Das Rätsel habe ich sogar selber gelöst. Aha. Ja, ist gut, dass ich keinen Kristall nehme. Guck mal. Wie einfach die Rätsel sind, zeigt mir jetzt, wie dumm ich mich vorher angestellt habe. Die Musik hier ist voll geil. Also ne, du kannst den Kristall ja auch, die Uhr ja auch benutzen, wenn du was falsch gemacht hast. Ah, gucke, jetzt hätte ich den benutzen können, Medizin erhalten. Wenn ich nicht geworfen hätte, wäre es nicht aufgegangen. Und dann wären alle Kisten weg. Clever, clever, clever. So, es tut mir so leid für den letzten Part. Weil ich war dann auch so sauer auf mich selber. Oh cool, mal wieder ankommen. Weil ich auch online keine Lösung. Oh, Bücher, meine Endgegner. Blaubuch 2. Hat sich hier greif an. Volle Breitseite. So, die Prinzessin aber, die hat auch nicht Feuer. Also. 12 WP. 24 Geller. Ich sag euch, wir werden 120 Stunden brauchen, bis das Ganze hier durch ist. Mal sehen, also nur von Rätseln her, wie schwer das Ganze wird. Aha, okay, okay, okay. Hinweis? Dachte ich mir. Bitte bleib auf dem Niveau. Halbier. Halbier. Die drei Bücher wirken als Tür. Sie werden die Bücher der Türen genannt. Hört ihr? Die Flamme ist der Schlüssel. Öffne die Tür und leuchte den Pfad aus. Öffne die Tür und leuchte den Pfad aus. Okay. Es gibt ein Buch mit dem Titel Zweite Geburt. Willst du es lesen? Nein, dann fangen wir natürlich mit dem ersten an. Erste Geburt. Ja, sicher. Wissen kann ein Führer oder aber ein Hindernis. Was? Wissen kann ein Führer oder ein Hindernis sein, je nach seiner Verwendung. Führer wollen wir nicht. Es gibt ein Buch mit dem Titel Zweite Geburt. Wissen hat wahre Macht, wenn es gebraucht wird. Manchmal ist es jedoch wichtiger, intuitiv zu handeln. Versuche ich, hat noch nie geklappt. Es gibt ein Buch mit dem Titel Dritte Geburt. Zu viel Wissen kann den Betrachter blenden. Tja. Das darf nicht vergessen werden, ja, vergesse ich nicht. Es gibt ein Buch mit dem Titel Die Wächterin des Verlangens. Willst du es lesen? Das ist bestimmt wieder so ein Erwachsenen-Erotik. Wächter, Elfs und Menschen kämpfen zusammen, um Pegaia zu beschützen. Meinen Wächtern stellte sich die Wächterin des Verlangens auf die Seite der Dämonen. Als Schatten eines schwarzen Wolfes verschwand die Wächterin des Verlangens mit dem Dämonenvolk. Sag mal. Es gibt ein Buch mit dem Titel Die Lebensleitung des Landes. Durch den Zusammenschluss der geschwächten Wächter über ein Leitungssystem, sorry. Die sogenannte Strahlenleitung wird das Leben in Filgaia aufrechterhalten. Es war der verzweifelte Versuch, der geschwächte Wächter Filgaia bis heute zu unterstützen. Der geschwächten Wächter, es tut mir wirklich leid. Das Herz des Dämonen.
Zusammen konnten Menschen und Elfs die Königin der Dämonen schließlich schlagen. Das Herz der Königin wurde für immer in drei Wächterstatuen eingeschlossen. Oha, und wir stehen im Kloster oder was? Was für schöne Musik einfach. Ah, noch ein Bücherregal. Das Rätsel des... der Elf. Der rätselhafte Rasse der Elf. Jedes der Elfmagie war wirklich erstaunlich. Ihre Spezialität ist Magie, die mit Natur zusammenhängt. Eine ihrer Technologien ist die Umwandlung in Lebenskraft in Energie, von Lebenskraft in Energie für den Transport an andere Orte. Das Schwert des Wächters. Als der Krieg am blutigsten war, schmiedete ein Elf ein Schwert mit ultimativer Kraft. Dieses Schwert konnte die Kraft des Wächters in seine Klinge leiten. Es ist nicht sicher, ob dieses Schwert jemals im Kampf eingesetzt wurde, aber ungefähr zu dieser Zeit zogen die Dämonen aus dem Krieg zurück. Es besteht kein Zweifel, dass dem Schwert des Wächters eine wichtige Rolle im Krieg zukam. Okay. Die Dimension der Elfs. Ich habe eh schon wieder alles vergessen. Kurz nach dem Krieg gegen das Dämonenvolk verschwanden die Elfs aus Fil'Gaia. Sie nutzten ihre verbliebenen Kräfte und verschoben eine Insel, die noch voller Leben war, in eine andere Dimension, bei bestimmten Male. Dieses Land wird die Dimension der Elfs genannt. Na gut, wie sie genannt wird, ist ja, also, ja. Okay. Okay. Ist einfach. Der ist aber elegant aus Slowdown. Elegant ausgewichen. Oh nein, das Buch öffnet sich. Was hat meine Seite? Reaktionsrate minus 50%. Und jetzt nochmal, dann sind wir bei 75. Ja, Freunde, ist schlecht. Wir waren das nochmal. Ich hab vergessen, wie das Spiel ging. Okay. Okay. Könnte ich dir meinen Zauberstab auf den Kopf hauen? Mhm. Kann anscheinend angreifen, Force-Level ab. 45. Achso, ich muss mal gucken. Ich habe bestimmt wieder irgendwas MP-mäßiges. Cool. Greift aber anscheinend nur zwei an. Greif ihn mal an. Interessant, obwohl ich ja so verlangsamt bin. Kann es sein, dass sie nach MP benutzt wird? 98. 16 EP. Oh, geil, ich will wieder einen Random-Kämpfer haben. Brauch nicht Rätsel, will ich verstecke. Okay, 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 okay. 40 von 5. Ja, lass mal erstmal, ne? Ist okay. Kapuze halten, okay, cool. Spiele gerade 8 Spiele gleichzeitig durch. Ich krieg das mit der Steuerung nicht mehr hin. Also gerade in JRPGs, da ist halt, da haben sie einen Würfel genommen, haben ausgewürfelt, auf welche Taste was kommt. Das ist krank einfach. Kapuze, genau, wollen wir ausrüsten. Hier. Auto-Equip? Ah, siehst du, Kapuze, was macht die? Defensiv, plus 5, okay, ist cool, ist cool. So, und dann würde ich gerne nochmal im Zauberstock gucken. Okay, ja, aber Unko konntest du auch einsehen, glaube ich, hier. Was, wann MP-Verbrauch? Die macht ja, ah, okay, okay, und die macht es automatisch, weil wir das bei alle ausgewählt hatten. Richtig? Mhm. So, jetzt musste ich mal gucken, ob ich da vielleicht dann, hier war es, ne? Ausgewogen. Wir gehen mal auf ausgewogen und dann werden nicht nur MP verballert. Überleben wäre natürlich, okay, ich könnte dann umstellen. Ne, ausgewogen, ist okay. Ansonsten könnte ich das selber machen, weil manuell. Ah, okay, okay, okay. Ja, ich würde es erstmal so lassen, finde ich interessant, dass das anbieten. Und jetzt verstehe ich auch. Okay, Freunde, ich habe hier ein Buch. Mhm.
Tja. Ist das auch so ein Thema? Mein Buch auf dem Kopf wäre ich angegriffen. Na, sag mal. Hinterhalt. Vom Hinterhalt, die sind doch vor mir. Ah, vier, okay. Sollten vielleicht langsam mal ein bisschen Heilung hier genießen. Ah, okay, deswegen können wir auch zurück. Ja, wir sind jetzt auch ausgewogen. Geht aber nur auf einen Gegner, ne? Ja, vielleicht hätte ich doch manuell mal wählen sollen. Ah, passt schon. Gegenangriff, sehr geil. Und weg. Elf nur, schade. Ja, und jetzt hätte wahrscheinlich normaler Angriff ausgereicht. Das hat er besser gemacht von der Grafik. 90. Gerade mit den Hintergründen sieht schick aus. Kein Feine Fantasy, klar. So, okay, wir haben immer noch ein Buch auf dem Kopf. Und eine Zaubermöhre erhalten. Ich würde jetzt hier aber mal was knuspern. Warte, warte, warte. 200 TP ist vielleicht ein bisschen. Okay. Hexerei um einen Punkt erhöhen. Dann eine kleine Hexe. Gleich gut. Bezahlen, Lähmung heilen, 50 MP. MP. 200 TP ist halt vollkommen drüber. Warte mal, TP. TP? Was sind TP? Speicher mal. Ah, das sind TP, okay. Dann will ich aber doch nochmal. Wir wagen es. Waren zwar, glaube ich, nicht so teuer, aber gut. Okay, hier liegt nichts. Nimm dich mal wieder mit. Ja, ein paar Kämpfe kommen, wir müssen. Halt auf, Cecilia. 8 MP. Ich glaube, ich stelle das mal um auf Überleben oder Verteidigen. Ich habe das Gefühl, das ist halt. Mal speicher mal, was ist das hier? Okay, guck mal. Verteidigen die Reserve. Überleben. Versuch einfach zu überleben. Reserve. Reserve. Ausprobieren. Jetzt ist er weg, okay. Haben wir MP gespart. Ich glaube, wir haben eh keine mehr. Eine Ebene aufgestiegen, 20 Geller und Medizin, sehr cool. So, ich würde dann jetzt erstmal gucken. Ja, jetzt will ich aber schon mal HP, warte mal, was, 47 von 90. 47 von 90 ist okay. Reserve, ja, dann will ich erstmal warten. Schade, dass du, warte mal, hast du hier nochmal, okay, Magie oder Kraft nicht verwenden, Kombination alle und ausgewogen, alle und ausgewogen, Fokus auf Verteidigung und Erholung, Angriff, Verteidigung, ausgewogen, mit maximal Stärke kämpfen, Angriff, okay, Fokus auf Verteidigung und Erholung. Alle und ausgewogen, ja, dann ist so das eigentlich perfekt. Probieren einfach mal vor uns hin. Nimmst du dann auch Tränke selber? Scheint so, ne? Okay. Den Buch auf dem Kopf, ich bin eine Zwiebel. So. Achso, ich glaube aber, hier gibt's was beim Bücherregal, ne? So, gucken wir mal, wie sie jetzt kämpft.
Würde mich äußerst interessieren. Wieder erschreckende Bücher hier. Siehst du, keine MP benutzt. Hat wohl Hintergrund. Aber Objekte benutzt er, denke ich mal, selber. Oh, 15 reichen gar nicht. Mich würde aber mal super interessieren, ob sie selbstständig einen Trank nimmt. Der ist weg. Krankheit. Das ist, glaube ich, nicht gut. Oh ja, Haare sind grau, was? Condition Green, ah, sie hat sich selbst geheilt, glaube ich. Mega cool. Ist richtig cool. Allein die Items rauszusuchen, ne? Spaß dir? Also klar, irgendwann kannst du sagen, okay, wird langweilig, machst du selber, aber ich finde es bisher eigentlich, so ist der Zauberstock gehalten. Das ist aber selber, den wir haben, ne? Ich finde es bisher eigentlich ganz cool. So, wir gucken jetzt mal bei Ausrüstung und Zauberstock, Zauberstock. Okay. Und kaputt gehen tun sie anscheinend nicht. Sehr cool. Ah. So, Kamera drehen konnte das auch nicht, ne? Ja, von mir schmeiß mich rein in noch einen Kampf. Guck aber mal, was das mit den Büchern auf sich hat. Ach, die kann ich verbrennen bestimmt. Hier ist nix. Also ich kann natürlich auch rennen. Ja, wäre sinnvoller. Ja, guck mal. Vielleicht alle drei verbrennen. Wollen wir die mal ansprechen, die Bücherregale? Komm, wir schmeißen mal eins rein und dann gucken wir weiter. Würde es mich super interessieren, ob sie sich gleich heilt. Cool. Hier, guck mal. Geil. Ich wusste gar nicht, dass er einen Halshammer hat, aber ja, okay. Richtig cool. Ist das für euch langweiliger zum Anschauen? Nö, ne? Ich find's eigentlich ganz cool. Es ist ja, fühlt sich ja trotzdem nicht so, als würdest du nur zugucken. Als Spieler, sondern ist schon cool. Richtig, richtig cool. Ja, okay, das ist es. Sehr schön, und die anderen hatte ich bereitgelegt. Ich würde aber jetzt noch mal Bücherregale ansprechen. Von mir aus Kämpfe. Es gibt ein Buch, die Ankunft. Warte mal, ich tut mal auf Ja. Nicht mal zum Durchlesen jetzt. Oder wollte ein Herr? Nee, ich glaube, wenn ich euch das alles wieder vorlese, sagt euch auch, was das für ein Quatsch. Ich will mal gucken. 32 geheime Flüche. Ob es hier irgendwas drin gibt. Ob das irgendwie belohnt wird. Sieht mir aber fast nicht so aus. Ist wahrscheinlich eins, was dann was gibt. Ist das nicht dasselbe, was das Regal daneben erzählt hat? Schmeiß mich ruhig nochmal in den Kampf rein. Dankeschön. Ich genieße die KI gerade. Wenn du Auflösung gibt es ja auch wieder ein paar MP und die müssen dann eigentlich ausreichen, um mich wieder zu heilen. Dann haben wir endlos Kämpfe. Sehr cool. Ich frage mich aber anhand von was sie entscheidet, wann sie einen Zauber benutzt. Wahrscheinlich, wenn es aussichtslos aussieht, zu viele Gegner, ein Massenzauber. Einzelzauber bei Bossen. Condition Green. Ah, okay, wieder geheilt. Ja, gerade so diese Status-Dinger zu heilen, das ist nervig. Ach, TP. Medizin. Doppelt. Sehr, sehr cool. So, zeig mir den. Okay. Okay.
Okay. Also ich bin ja auch immer dafür, alles durchzulesen, aber das ist mir dann doch ein bisschen zu viel. Vor allem erscheint es jetzt noch nicht sinnig. Also es ist so viel Lore, die jetzt irgendwie reingebracht wird. Die du dir halt, weißt du, wenn du dann 20 Bücherregale hintereinander hast, da kannst du ja nichts merken. Aber ich glaube irgendwie, es gibt hier nichts. Ja, nee, okay, wir lassen das, schade. Wahrscheinlich das letzte Buch hat, Bücherregal hat was, aber das ist ja hier, das ist zu viel. Muss das sein? Da, gleich kommt das dritte. Okay, was denn? Sehr cool. Bock aufs Kämpfen. Ich frag mich, ob sie selbst dann auch MP-Tränke nimmt. Wenn das Leben jetzt runter ist. Aber Wahnsinn, wie schnell das Leben aufgestiegen ist. Slowdown hat irgendwie nicht viel. Oh, Lichteffekte. Irgendwie nicht viel Effekt bei mir gehabt. Sehr schön. Sehr schön. Aber ganz schön HP verloren, ne? 18, aber noch kein Aufstieg. Ah, ich weiß nicht, ob wir noch ein... Ich habe hier mal gespeichert, ob wir noch einen Random-Kampf mitnehmen, weil ich habe das Gefühl, hier kommt ein Boss. Oder eine Tür. Schmeißt euch aber, ich habe gerade voll Bock auf die... Kämpfe und so ein bisschen bei meinem Skill wäre so ein bisschen überlevelt sein gar nicht mal so schlecht. Schmeiß mich mal rein. Okay. Gerne auch mehr Gegner. Okay. Sollte gehen. Wir wissen, wie sich das so verhält. Ist mega entspannt. Weißt du, dann kannst du mal was trinken nebenbei. Zeitung lesen. Nein, Zeitung lesen. Yes. Oha. Gib alles. CC. Sag mal. Okay. Mein Netz los. X kaputt. Aber warte mal, wir hatten vorher 6 MP. Dann würde ich sagen, 3 MP war das Heilen. So geil, es macht so Spaß. Schade, dass ich vorher alles verschenkt habe. Okay. Die Wächter. Niemand weiß genau, wer die Wächter sind. Nur in den Legenden kann man sie sehen. Okay, Fabelwesen oder was? Ein bisschen wie Freddy Krüger. Delay Metallica. Magisches Siegel verändert das Öffnen. Ja, das ist jetzt schwierig. Okay, ja, hat anscheinend nichts gemacht. Gibt's hier noch einen Random-Kampf? Wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiße. Ich hab Bock auf Kämpfen gerade. Wir hatten so schwere Rätsel mit dem Kampf. Hier gibt's keine Kämpfe oder was? Sag mal. Was ist denn das hier für eine Kugel? Bestimmt ein Bosskampf, bestimmt ein Bosskampf. Cool. Vielleicht muss ich aber neu laden. Ich habe keine MP. Das Buchmonster. Ein Mensch, der das verbotene Buch berühren will. Ich werde deinen Wunsch erfüllen und dich zum Teil meiner Geschichte machen. Das ist ein geiler, das war ein geiler Satz. Cecilia, du bist nicht der Schatten, der mich ruft, oder? Das war kein Ja, es war aber auch kein Nein. Oh, geil. Das Buchmonster, Tochter des Weges der Magie. Wer einem verbotenen Buch zu meinem Fleisch und Blut. Geil. Mal sehen, ob wir das packen. Wenig HP, wenig MP. Wir gehen aber mal voll rein.
will einfach sehen, wie sie sich verhält. Gegenangriff. Oh, und jetzt nochmal, ne? Nochmal 10. Oh, okay, und was macht sie jetzt? Hier. Okay, geil. So, und jetzt 0 MP. Danach wäre dann Trank fällig. Brutaler Angriff. Schuh. Aber bisher sieht alles, ne? Er macht immer seine 10. Egal was passiert, 12 Condition Green. MP-Trank nimmt es aber anscheinend nicht. Mal sehen, ob sie dann hier Trank nehmen würde. 15 Schaden. Okay. Ich glaube, so weit kommt es auch nicht. Ich glaube, der ist Feuer durch. Obwohl, wir machen nicht viel Schaden, ne? Mit Zaubern wäre wesentlich mehr. Mal sehen. 20? 15. Super Treffer, 21. Mal sehen, was jetzt passiert. 20 HP. Normaler Angriff. Mutig. Okay. Mal sehen, jetzt mit 5. 5 HP. Nimmt sie jetzt einen Trank oder nicht? Wenn sie jetzt keinen nimmt. Jetzt weiß ich es doch nicht. Ist erschöpft. Was will denn jetzt? Ah, okay, okay, okay. Ja, nee. So, hier hatte ich gespeichert folgendes. Genau, das ist auch wichtig. Möge das Licht mit mir sein. Das könnte ich nehmen. Mir wäre aber eigentlich lieber. Das wäre mir eigentlich lieber. Kann er dann einkaufen, ne? Ah, überlege ich fast, ob ich das mit dem so lasse. Wir haben ja genügend MP, ne? Speicher hier mal und versuch's einfach. Wird schon. War schon cool gemacht hier. Kann man sich ruhig noch ein zweites Mal angucken. Ist so ein bisschen spiellos für den Grad für mich. Werde ich Teil meiner Geschichte machen. Sehr, sehr cool. Das Buchmonster. Und auch die Taktik ändern. Gut, was ist, wenn er 20 macht? Dann bin ich einfach weg. Also wird nicht angegriffen, lustigerweise, ne? Weil geheilt werden soll, also mit Magie. So, und jetzt wird geheilt. Er ist wahrscheinlich. Es ist sinnvoller. Wäre doch ein knappes Ding. 9. Ich kann mir echt nicht vorstellen, dass das effektiver ist. Ich probier aus. Mach nochmal so einen Einzelschlag. Na, nicht du, also ich soll den machen. Er greift ganz schön auf dann. Also jetzt wird quasi das nur für hier benutzt, die Zauber. Ich sollte mal auf ausgewogen gehen. So, jetzt kommt wieder ein Heal. Aber wir hätten das viel, viel mehr abkürzen können. Gut, ich spare halt jetzt MP, also nach wie vor ist das cleverer, dauert aber länger. Vielleicht. Ich weiß halt nicht, ne? Wir machen so 10 Schaden. Ansonsten wären es vielleicht sogar um 90, ne? Also 9 Angriffe, das wird es ja nie wieder rein. Aber er kostet halt wahrscheinlich auch irgendwie 6 MP oder so. Er könnte sich dann doch wieder. Schwierig. Ne, weil einmal einen ja nur 3 kostet.
durch verlängertes Spiel unnötig. Für Bosskämpfe aber ganz cool. Mal sehen, wie viel Leben der hat. Siehst ja auch leider nicht. Gegenangriff. Warum machen wir keine Gegenangriffe? Sag mal. Oh, Gegenangriff. Kükeln. 11. Und noch kein Heal. 10. Oh, jetzt muss genau geheilt werden. Könnte tatsächlich cleverer sein, schwer zu sagen. Ja, so langsam gefällt mir die Grafik. Gegenangriff ist schon mal gut. 11. 12. Der ist ja nur am Angreifen. Hätte auf Ausgewogen stellen müssen. Erst probieren, erst probieren. Vielleicht bei random Kämpfen so und jetzt hier auf. Soll ich mal auf Ausgewogen umstellen? Achso, ne, du kannst dann je nachdem so Magie oder Kraft nicht verwenden. Alle und Ausgewogen. Mit maximal Stärke angreifen und Angriffsverteidigung ausgewogen. Fokus auf Verteidigung und Erholung. Ne, du willst schon auf ausgewogen gehen, ne? So. So, ne? Ja. Und Angriff. Das heißt, jetzt würdest du wahrscheinlich einen Zauber nehmen. Lustig wäre, wenn er jetzt noch ein Schlag wäre und weg ist. Super Treffer 24, hat sich gleich gelohnt. 10. So heilen müsste sie sich jetzt auch. Nicht 15. Gegen Angriff. Und jetzt muss er aber heilen. Okay. Passt. Mal sehen, ob jetzt ein Zauber verwendet wird gleich. Wann das jetzt? Geht aber tatsächlich immer noch auf normale Angriffe. Wird wohl seinen Grund haben. Vielleicht will sie wirklich MP einsparen fürs Heilen. Ich lasse das dann definitiv mal auf ausgewogen stehen, weil das ist, glaube ich, so spritzigste Art des Autoangriffs. Das andere ist ja dann einfach nur rausballern bei random Typen. So viel ist das cool. Ah, eigentlich, genau, eigentlich muss jetzt geheilt werden. Okay, sehr interessant, dass das hier macht. Frag mich auch, ob sie lernt, ne? Ob sie sagt, okay, 15 hat er öfter mal angegriffen, bei 15 heile ich. Sehr, sehr cool. 23 MP noch. Und volles Leben. Super viel gelernt in dem Part. 100 EP. Cecilia eine Ebene aufgestiegen. 320 Geller. Sehr geil. Prinzessin wird reich. Kann ich jetzt mich bewegen? Nee. Cecilia sagt, die Schattenfigur aus meinem Traum. Ja, und wie es weitergeht, erfahrt ihr im nächsten Part. Das war schon wieder der, sorry für den Part davor, der war halt echt ein bisschen nicht so doll. Aber jetzt bin ich wieder voll drin, macht eine Menge Spaß. Und euch einen wunderschönen Abend und in 3 Tagen geht's weiter. Bis dann.